Die Bundesregierung genehmigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein Budget von 60 Millionen Euro für das Jahr 2023 für eine weitere Corona-PR-Kampagne und 2,9 Milliarden Euro für das Bestellen von neuen Impfstoffen. Warum das Steuerverschwendung ist und daher juristisch äußerst fragwürdig ist, das diskutiere ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentier mal hier unten mit, was du von dieser Steuerverschwendung hältst. Wir haben noch ca. 80 Millionen Impfstoffe, die nicht verbraucht wurden und die man wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen entsorgen muss. Zu Höchstzeiten wurden am Tag ca. 1,6 Millionen Dosen verabreicht. Wenn man die Summe dagegen stellt, für die Herr Lauterbach nun Impfstoffe einkaufen darf, von 2,9 Milliarden Euro, dann müssten am Tag 2 Millionen Impfungen erfolgen, um dies aufzubrauchen. Das heißt, es ist völlig unrealistisch. Derzeit finden nur ca. 4.000 Impfungen pro Jahr statt. Und das auch eingedenk dessen, weil unter anderem die STIKO ja nur eine Impfung für die vulnerable Altersgruppe ab 60 Jahren empfiehlt. Da stellt sich die Frage, warum so viel Impfstoffe nachgekauft werden müssen, wo auf der anderen Seite Impfstoffe verfallen und gar nicht der Bedarf da ist. Denn auch das Gesundheitsministerium sagt ja, dass die aktuellen Impfstoffe nicht tatsächlich wirklich wirksam seien bei der Omikron-Variante. Man musste ja kleinlaut auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht wohl nun auslaufen lassen, weil man gesagt hat, sowohl ein Selbstschutz als auch ein Fremdschutz seien nicht wirklich gegeben, maximal ein Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Da wundert es eben auch, dass die Bundesregierung auch weitere 60 Millionen Euro für PR-Kampagnen freigeben, wo bisher auch in Hoch-Corona-Zeiten das Budget weitaus niedriger war für PR-Kampagnen. Denn mittlerweile darf man davon ausgehen, dass sich die Leute mit dem Thema Corona durchaus auseinandergesetzt haben, dass die Leute sich ihre Meinung gebildet haben, wie sie damit umgehen können und wollen, was für sie wirksam ist, ja oder nein, ob sie sich impfen lassen wollen, ja oder nein. Und mittlerweile müssten wir medizinisch, politisch, gesellschaftlich und aber auch juristisch den Stand erreicht haben, dass man sagt, dass es Coronavirus ist wie eine Grippe, ist ein allgemeines Lebensrisiko. Jeder kann frei entscheiden, wie er damit umgehen will, wie er sich schützen will oder eben auch nicht. Und von daher halte ich so viel Geld für solch eine Aufklärungskampagne, gerade in diesen Zeiten, für eine völlige Steuerverschwendung, für eine Fehleinschätzung und damit eben auch für verfassungswidrig. Wie siehst du das Ganze? Wir sehen uns wie immer vor Gericht.